von leeren Mulden und Deckeln. Literarische Paradigmen von Identität bei Rilke und Musil. Erstes Kapitel. Identität als theoretisches Paradigma. Das Paradigma Identität, das heute gesellschaftspolitische, aber auch kultur- und sozialwissenschaftliche Diskurse bestimmt, ist nicht sonderlich alt. Und Charles Taylor meint in seinem doch sehr berühmten Buch Quellen des Selbst von 1994, ich zitiere, das Reden über Identität im modernen Sinn des Wortes wären unseren Vorfahren schon vor 200 Jahren unverständlich gewesen. Ja, they wouldn't understand it. Spitzt man diesen Sachverhalt zu, dann liegt der Schluss nahe, dass dieser Begriff erst mit der Neuzeit diskursiv wird. Das heißt, dass der Begriff einen selbstverständlichen Status erlangt. In der schon erwähnten Studie unterscheidet Taylor drei Aspekte und Phasen neuzeitlicher Identität. Die erste nennt er Innerlichkeit, den zweiten Aspekt Bejahung des gewöhnlichen Lebens und das dritte, das bezieht sich dann auf den Modernismus schon, Expressivität und Bejahung der Natur. Identität ist, und das tritt insbesondere in der dritten romantischen und darüber hinaus modernistischen Version von Identität zutage, zugleich ein Krisensymptom. Damit wären wir auch schon bei der Terrorismusgeschichte. Nebenbei. Taylor fasst Identität im Übrigen höchst weit, nämlich als eine Kategorie einer erweiterten moralischen Ontologie, in der das gute Leben sowie Sinn und Bedeutung eine maßgebliche, konstituierende Rolle spielen. Ich zitiere noch einmal Taylor. Definiert wird meine Identität durch die Bindungen und Identifikationen, die den Rahmen, the frame, ja, oder Horizont, horizon, abgeben, innerhalb dessen ich von Fall zu Fall bestimmen kann, was gut oder wertvoll ist oder was getan werden sollte, beziehungsweise was ich billige oder ablehne. Mit anderen Worten, dies ist der Horizont, vor dem ich Stellung beziehen vermag. Kategorien wie Ich, Selbst, Identität sind bei Taylor nicht formal gefasst. Sie sind auch nicht nur Handlungsinstanzen, so, also ich tue etwas, ja, oder das selbst handelt, sondern sie sind inhaltlich gefüllt und mit Wertung und Sinngebung verquickt. Wer bin ich? Schreibt Taylor, das Wissen darum, was für den Betreffenden von ausschlagender Bedeutung ist. Wer bin ich? Das Wissen darum, was für mich von ausschlagender Bedeutung ist. Oder Wissen, was man ist, heißt, dass man sich im moralischen Raum auskennt. An einer anderen Stelle spricht Taylor sogar von moralischer oder spiritueller Bindung und nennt dabei Volkszugehörigkeit, Traditionsbildung als Beispiele für eine kollektive Identität, etwa dadurch, dass man Armenier ist oder Quebecer oder Indo- oder Mitteleuropäer, füge ich hinzu, oder Anarchist oder Terrorist. Mit einem solchen Verständnis rückt Identität ins Zentrum von kulturtheoretischen Fragen. Sie wird zu einem Schlüsselbegriff von Kultur, nämlich dadurch, dass Kultur ja jenen Bereich bezeichnet, in dem Symbolisierung und Wertsetzung der Welt vonstatten geht. Literatur ist dabei ein maßgebliches Medium, in dem sich diese Setzungen und Konstruktionen vollziehen. Wir haben darüber heute in meinem PhD-Seminar auch schon gesprochen darüber. Identität ermöglicht dabei eine Stabilisierung menschlicher Existenz. Sie ist eine Art von Orientierungshilfe, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Aber diese Orientierung ist unter Bedingungen der Moderne bedroht. Zitat Taylor, Identität ist etwas, woran man festhalten sollte, was man aufrecht zu erhalten unterlassen kann, you stop it, und was man, wenn nötig ist, preisgeben kann. Identität wird in Neuzeit und Moderne diskursiv,
weil die Selbstverständlichkeit einer verbindlichen, orientierenden Wertung in einem Langzeitprozess abhanden gekommen ist. Die Geschichte der Moderne ist nicht nur eine Geschichte des Gewinns, sondern zugleich eine Geschichte des Verlustes. Wir haben etwas verloren und daraus etwas gewonnen. Und das wird in der Diskussion der Begriffe Rahmen und Horizont, also nochmal Englisch Frame oder Framework and Horizon, sichtbar. Diese stellen nämlich die Voraussetzung für jenes Phänomen dar, das erst mit der Neuzeit zur Sprache kommen kann, nämlich Identität. Ich erinnere an Michel de Montaigne, Selbstbefragung, mit der Aufklärung und ihrem Rekurs auf die Selbstständigkeit in der irdischen Welt oder mit der romantischen Emphase für Natur, Selbstfindung und Selbstgestaltung. Romantik ist hier nicht nur beschränkt auf die Periode der englischen Romantik oder der Jenaer Frühromantik, sondern Romantik ist hier als ein Langzeitbegriff gedacht. Identität, ich sagte es schon, ist ein Krisensymptom, weil die Neuzeit durch den zunehmenden Verlust eines gemeinsamen Horizonts und eines verbindlichen Rahmens charakterisiert ist. Selbst die drei bei Taylor beschriebenen Identitätsbildungen in der Neuzeit sind einigermaßen unverträglich miteinander. Identität ist demnach ein Suchbegriff. Insbesondere der moderne Mensch seit dem 19. Jahrhundert ist permanent auf der Suche nach sich selbst. Er ist wie Münchhausen, der sich mit dem eigenen Zopf, ja, aus dem Sumpf ziehen will. Das Subjekt, das sich sozusagen selbst erfindet. Was die Voraussetzung für ein selbstverständliches In-der-Welt-Sein ist, muss er selbst erst mühsam, nicht ohne Krisen und Kosten herstellen. Er schafft sich gleichsam seinen oder auch ihren Sinn- und Werthorizont, aus dem er oder sie seine, ihre stets fragile Identität bezieht. Auf das Gender-Thema habe ich jetzt nur hingewiesen, ganz lose. Das werde ich hier nicht behandeln können. Aber es ist wichtig, das zumindest zu erwähnen. Das Drama der Moderne lässt sich dadurch beschreiben, dass dem Menschen, individuell wie kollektiv, die Verantwortung, the responsibility, für die Schaffung eines Horizonts und eines Rahmens zugemutet wird, die Voraussetzung für Identität bildet. Identität, ich wiederhole es noch einmal, als das Wissen davon, was für mich von Bedeutung und von moralisch von Belang ist. Aber damit wird sichtbar, dass derartige Rahmen und Horizonte veränderbar und das Ergebnis von Setzungen und Konstruktionen sind. Konstruktionen, Anil Bhatti hat mein Buch Die Kultur und ihre Narrative erwähnt, Konstruktionen, in denen Narrativität eine zentrale Rolle spielt. Die Zentralität von Narrativität ergibt sich daraus, dass ohne dieses Moment des Narrativen so etwas wie Identität nicht denkbar ist. Mit narrativer Identität bezeichne ich jene Aspekt von Identität, zu dem das menschliche Wesen durch die Vermittlung der narrativen Funktion Zugang zu sich selbst findet. Es ist jedoch wichtig, vor Beginn der Untersuchung eine schwerwiegende semantische Zweideutigkeit wegzuräumen, die auf dem Begriff der Identität lastet. Entsprechend dem lateinischen idem und ipse überlagern sich nämlich zwei unterschiedliche Bedeutungen. Gemäß der ersten Bedeutung, der im Sinn von idem, ist identisch gleichbedeutend mit äußerst ähnlich, gleichartig, gleich bzw. Gleichheit, impliziert eine wie auch immer geartete Form von Unveränderlichkeit in der Zeit. Das Gegenteil wäre verschieden, veränderlich. Gemäß der zweiten Bedeutung, der im Sinn von ipse, ist identisch mit dem Begriff der Ipsenität, der Selbstheit verknüpft. Jemand ist mit sich selbst identisch. Das Gegenteil wäre hier anders, fremd. Diese zweite Bedeutung impliziert an sich keinerlei Festlegung in Bezug auf Permanenz, Beständigkeit, Beharrlichkeit in der Zeit. Das Problem besteht eher darin, die verschiedenartigen Verbindungsmöglichkeiten zwischen Permanenz und Veränderung zu erforschen, die mit der im Sinn von Selbstheit verstandenen Identität vereinbar sind. Und nach diesem langen theoretischen Einführung komme ich jetzt zu meinen zwei Schlüsseltexten.
aus der klassischen Moderne, aus der klassischen österreichischen Moderne, nämlich auf Rainer Maria Rilkes Roman Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Und ich überschreibe diesen zweiten Abschnitt mit dem Titel Identitätsverlust als Charakteristikum der Moderne. Die Wirksamkeit von Erzählungen und narrativen Konstruktionen ist nicht auf das Feld und auf die Welt des Literarischen beschränkt, sondern durchquert die verschiedenen Bereiche moderner Gesellschaften. Die Bedeutung von Literatur besteht darin, dass sie diese kulturellen Prozesse durchleuchtet, beleuchtet und plastisch macht. In dem nun folgenden literarischen Analyseteil werden zwei Texte aus der, sagen wir mal, altösterreichischen Literatur, damit meine ich also sozusagen Literatur aus dem Kontext der Donaumonarchie, behandelt. Rainer Maria Rilkes einziger Roman, Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, sowie das erste Buch von Robert Musils Megawerk, Der Mann ohne Eigenschaften, mit seinen beiden Teilen eine Art Einleitung, sowie Seinesgleichen geschieht. Zwischen der Publikation von Rilkes Tagebuchroman von 1910 und der Publikation des ersten Teils von Musils Mann ohne Eigenschaften 1903 Musil und seine Verhältnisse durchaus würdigenden Text verfasst. Musil war ein sehr kritischer Zeitgenosse auch gegenüber seinen Kollegen. Er hat ja über Thomas Mann gesagt, das sei eine der Banalitäten der Epoche. Aber jedenfalls in der offiziellen Würdigung hat er Rilke sehr positiv eingeschätzt. Der Begriff Landsmann, also zwischen Rilke und Musil, da muss hier in einem engeren Sinn aufgefasst werden. Wurde Rilke doch in Prag geboren und wuchs Musil doch hauptsächlich in Brünn, im heutigen Brno, auf. Das ist die Hauptstadt von Mähren, von dem kleineren Teil des heutigen Tschechiens. Im Sinne nationaler Identitätszugehörigkeit gehörten beide der deutschsprachigen Minderheit von Ländern an, also Böhmen und Mähren, die wiederum Teil eines multinationalen Herrschaftsgebildes waren, in dem die deutsche Sprache und Kultur eine Art Lingua Franca war, eine Sprache, die zugleich die Nationalsprache des Nachbarn der Habsburger Monarchie, nämlich des preußisch dominierten Deutschen Reiches war. Ein Imperium, zu dem die Donaumonarchie in einem prekären Freund-Feind-Verhältnis stand. Dieses Thema wird in einer Episode auch in Musils Roman verhandelt. Also diejenigen, die den Mann ohne Eigenschaften kennen, wissen das. Denn da tritt plötzlich ein philanthropischer preußischer Kapitalist auf der Bildfläche und möchte sich in diese patriotische österreichische Aktion sozusagen einschleichen. Dass der Beitrag der österreichischen Literatur, der klassischen Moderne, im Hinblick auf das heute so attraktive und umfassende Thema Identität so beträchtlich ist, hat mit dieser Herkunft maßgeblich zu tun. Die Fragen, wer ich bin und wo ich mich befinde, sind im Kontext der Habsburger Monarchie genauso schwierig zu beantworten wie das damit verbundene Problem von Identität und Zugehörigkeit, das zum Beispiel auch im Werk eines anderen bedeutenden österreichischen Autors, nämlich in dem von Josef Roth, eine ganz zentrale Rolle spielt. Meine vorangestellte These lautet, dass die Erfahrung dieser merkwürdigen Deplacierung, nie recht zu wissen, ob man sich drinnen oder draußen befindet. Also Deplacierung ist in meiner Definition not to know where you are, inside or outside. Ja? Und diese merkwürdige Deplacierung, so lautet meine These, hat die drei Autoren, von denen ich gerade gesprochen habe, besonders sensibilisiert. Eben für jene Condition moderne, für die für sie unlösbare Frage nach der Identität des modernen Menschen. Rilkes Roman setzt damit ein, dass ein junger Mensch durch die Großstadt Paris irrt. Dabei macht er eine ganz essentielle und erstaunliche Erfahrung, nämlich die Entdeckung der Leere. Zitat, die Straße war zu leer. Ihre Leere langweilte sich. Im Sinne der seit der Romantik geläufigen Analogie von außen und innen, die in Rilkes Dichtung eine Forcierung erfährt,
entspricht das Bild der sich langweilenden Straße, an sich kann sich eine Straße nicht langweilen, zugleich dem Innenleben des Protagonisten dieses lyrischen Romanes. Auch ihn, den Passagieren, Müßiggänger, den Flaneur, Baudelaires und Benjamins, erfasst Leere und eine existenzielle Verfassung, die darauf hinausläuft, vollständig blockiert zu sein. Zitat: Ich glaube, ich müsste anfangen, etwas zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin 28 und es ist so gut wie nichts geschehen. Welt und Selbstfremdheit ergänzen sich hier, bedingen einander. In einem seiner besten Romane aus den 1920er Jahren, also 15 Jahre später, Die Flucht ohne Ende, der Roman ist fast zur gleichen Zeit entstanden wie die Berichte über Sowjetrussland, heißt es bei Josef Roth, Die Flucht ohne Ende. Zitat: Es war am 27. August 1926, um 4 Uhr nachmittags. Die Läden waren voll. In den Warenhäusern drängten sich die Frauen. In den Modesalons drehten sich die Mannequins. In den Konditoreien plauderten die Nichtstuer. In den Fabriken sausten die Räder. An den Ufern der Seine lausten sich die Bettler. Im Bois de Boulogne küssten sich die Liebespaare. In den Gärten fuhren die Kinder Karussell. Es war um diese Stunde, da stand mein Freund Tunda, 32 Jahre alt, gesund und frisch, ein junger, starker Mann von allerhand Talenten, auf dem Platz vor der Madeleine, inmitten der Hauptstadt der Welt und wusste nicht, was er machen sollte. Er hatte keinen Beruf, keine Liebe, keine Lust, keine Hoffnung, keinen Ehrgeiz und nicht einmal Egoismus. So überflüssig wie er war niemand in der Welt. Das ist nun sprachlich ganz anders gefasst als bei Rilke, in einer eingängigen Tableau-Technik, die sich des Stilmittels der Parataxe bedient und den Symbolismus Rilkes hinter sich gelassen hat. Anders als Rinke und seinem Protagonisten und Sprachrohr, einem dänisch maskierten Adelsmann, spielt bei dem 9 Jahre jüngeren Roth, denn der ebenfalls ein Faible für die Aristokratie hat, die feinen sozialen Unterschiede, ich spiele hier auf Bourdieu an, keine besondere Rolle. Aber nichtsdestotrotz haben wir es mit exemplarischen, übrigens männlichen Typen zu tun, die sich durch eine programmatisch stilisierte Desorientiertheit auszeichnen. Sie gehören nirgendwo dazu, sie stehen daneben, entfalten eine Sonderbeobachtung aus der Außenperspektive. Anders als Roths weltverlorene Figur konzentriert sich Rilkes Malte auf die Gesichter der Menschen, die ihm begegnen. Üblicherweise wird die Maske, die städtische Menschenmenge, als gesichtslos wahrgenommen. Aber Rilke gibt ihr Gesichter. Noch ein sehr schönes Zitat, wie ich finde. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viele Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter. Denn jeder hat mehrere Gesichter. Denn jeder hat mehrere. Das sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab. Es wird schmutzig. Es bricht in den Falten. Es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht. Sie lassen es nicht einmal reinigen. Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben. Was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollten sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht. Gesicht ist Gesicht. Das Gesicht avanciert hier zur Epiphanie des Selbst. Jedes Gesicht, das auf der Identity Card unserer Tage nicht fehlen darf. In dieser Beobachtung des seines eigenen selbst entblößten Menschen, verschwindet die Differenz bzw. die Unterscheidbarkeit zwischen Gesicht und Maske. Gesicht und Maske fallen in eins und markieren zugleich, und logisch, Identitäts- und Selbstverlust. Die Menschen der Großstadt Paris tragen Gesichter wie Kleidungsstücke oder Masken. Was beiden gemeinsam ist, das ist der Umstand, dass sie etwas verbergen. Kleid und Maske kann man,
Mann wie Frau wechseln. Es existieren von daher, wie Malte konstatiert, mehr Gesichter als Menschen. Und es gibt in dieser paradigmatisch modernen Welt kein wahres, authentisches Gesicht. Das ist eine Paraphrase auf Nietzsches Beobachtung, dass sich hinter der Maske nur eine weitere befindet. Bemerkenswert ist dabei das Bild des Verfalls. Befinden sich doch die Gesichter der Passantinnen und Passanten, abgetragenen Kleidern und Masken gleich, in einem kläglichen Zustand. Sie sind dünn, abgewetzt und schäbig, wobei das unheimlich schnelle Wechseln der jeweiligen Masken an diesem traurigen Zustand der Gesichter nichts zu ändern vermag. Unwirklichkeit ist eine Form des Verschwindens der Welt, die Orientierung und Ordnung ausschließt. Der Roman steigert diese Unwirklichkeit im Tableau einer Frau, die, wir befinden uns an der Ecke der Rue Notre-Dame des Champs, ihr Gesicht in den Händen hält. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen. Aber ich fürchte mich doch noch viel mehr vor dem bloßen, wunden Kopf ohne Gesicht. Die Maske verbirgt etwas, das noch unheimlicher ist als sie selbst. Jene Leere, die Malte zu Anfang auf der Straße überfallen hatte. Die Maske, das falsche Gesicht, verbirgt nicht das wahre, sondern das Fehlen des Gesichts. Und so wie Musil später seine Epoche Eigenschaftslosigkeit zuschreiben wird, so Rilke zwei Jahrzehnte zuvor eine unheimliche Gesichtslosigkeit. Malte erinnert sich an eine Szene aus der Kindheit, als er die abgelegenen Teile des Schlosses, also die Peripherie, das ist wichtig, bekommen an die Peripherie, erkundet und auf ein unbekanntes Zimmer stößt. Dort befinden sich Trachten und Masken, die ihn wie magisch anziehen. Zitat, ich hatte nie Masken gesehen vorher, aber ich sah sofort ein, dass es Masken geben müsse. Das Kind erprobt seinerzeit das nicht zufällig orientalische Maskenspiel und wählt aus der Kollektion falscher, abgelöster und verfremdeter Gesichter eines aus. Er erprobt das Spiel der Täuschung und der Umkehrung. Zitat, das Gesicht, das ich vorband, noch eigentümlich hohl, es legte sich fest über meines, aber ich konnte bequem durchsehen. Und ich wählte erst, als die Maske schon saß, allerhand Tücher, die ich in der Art eines Turbans um den Kopf wand, sodass der Rand der Maske, der unten in einem riesigen Mantel hineinreichte, auch oben und seitlich verdeckt war. Der junge Bub steigerte damals das Maskenspiel, es handelt sich um eine Erinnerung, die er hat, noch dadurch, dass er sich zu Selbst- und Fremdbeobachtung vor den Spiegel stellt. Zitat, während ich in maßlos zunehmender Beklemmung mich anstrengte, mich irgendwo aus meiner Vermummung hinauszuzwängen, nötigte er mich, ich weiß nicht womit, aufzusehen und diktierte mir ein Bild, nein, eine Wirklichkeit, eine fremde, unbegreifliche, monströse Wirklichkeit, mit der ich durchtränkt wurde, gegen meinen Willen. Denn jetzt war er der Stärkere und ich war der Spiegel. Ich starrte diesen großen, schrecklichen Unbekannten vor mir an und es schien mir ungeheuerlich, mit ihm allein zu sein. Eine Sekunde lang hatte ich eine unbeschreibliche, wehe und vergebliche Sehnsucht, Klammer Romantik, nach mir. Ich hatte eine unbeschreibliche, wehe und vergebliche Sehnsucht nach mir. Dann war nur noch er. Es war nichts außer ihm. In der poetischen Imagination, man hat in diesem Zusammenhang in der Sekundärliteratur von der Ding-Poetik Rilkes gesprochen, in dieser Imagination verwandelt sich der Spiegel, das Ding, zu einem eigenständigen Akteur, der das Kind in Angst und Schrecken versetzt, was dazu führt, dass es sich aus seiner Maske und Maskerade lösen möchte. Mit Jacques Lacans Szene des Spiegelstadiums gesprochen, Sie kennen wahrscheinlich diesen berühmten Aufsatz von Lacan, lässt sich zeigen, dass dieser Blick des Maskierten selbst die Spielregeln der narzisstisch bestimmten Selbstspiegelung verschiebt. In der Szene, die Lacan vorführt,
und die einen Kern seiner Theorie von Fremdheit ausmacht, vermag das Selbst sich immer nur in einem anderen, dem Spiegelbild, zu erfassen. Nie hat das Ich, das sich hier im Gesicht manifestiert, einen unmittelbaren Zugang zu sich selbst. Die Episode bei Rilke kehrt das nicht vollständig um, gibt der strukturellen Verfehlung der eigenen Identität aber eine ganz andere Richtung. Stellt sich doch das Kind hier bereits als Fremder verkleidet vor den Spiegel. Die Lust an der Maskerade schlägt um in Panik und in die Sehnsucht, er selbst bzw. ein Selbst zu sein. Aber zum Schluss triumphiert der Spiegel. Es war nichts außer ihm. Das ihm bezieht sich eindeutig auf den Spiegel. Rilkes Einsatz des Phänomens der Maske verrät Anleihen von Friedrich Nietzsche. Ich sagte es schon. Dieses Phänomen der Maske kommt in Jenseits von Gut und Böse zweimal ins Spiel. Im Abschnitt 40 ist davon die Rede, dass alles, was tief ist, die Maske liebt. Und Abschnitt 278 erzählt das Gleichnis von einem geheimnisvollen Wanderer, der wiederum aus der Tiefe ans Licht kommt. Die dazugehörige Metapher ist das Senkblei, das man hinunter herunterlässt. Die Stimme im Text, das Ich, fragt den Erschöpften, was sie bzw. es ihm zur Erholung anbieten kann. Worauf dieser antwortet, eine Maske mehr, eine zweite Maske. Die kulturelle Diagnose der Gesichtslosigkeit und Maskenhaftigkeit der modernen Kultur verschränkt sich dabei mit einem sehr viel generelleren Befund, dem der existenziellen Selbstverfehlung, einem in die Irre gehen, die den Kern jener unauflöslichen Einsamkeit ausmacht, die im Roman herrscht und die auf paradoxe Weise die moderne Identität Maltes und seinen, wenn man so will, seelischen Adel charakterisiert. Diese Einsamkeit bleibt unverstanden, weil sie für die vielen anderen, für die Masse unerträglich ist, während Malte ihr standzuhalten vermag. Dies allein macht ihn zu einem postromantischen Helden in der Apotheose der Einsamkeit. Das Wort Entfremdung hat übrigens eine Doppelbedeutung und meint auch das Rückgängigmachen von Fremdheit. Bei Rilke hat sie ihren Ort nicht beim frühen humanistischen Marx in der Produktion oder wie bei Benjamin im Fetischcharakter der Ware, sondern sie findet im Inneren des Menschen statt. Sie bedeutet Einbuße des Selbstverständlichen und einsame Einübung in die Unwirklichkeit der modernen Welt. Mach mir nur Licht an. Entfremdung ist doppeldeutig wie das Fremdwerden der Welt. Was verloren geht, ist das Prädikat, das jedwede Identität in sich trägt. Jede Identität im Sinn des Idem braucht ein Prädikat. Ich bin der oder die, ich bin so und so, wird ersetzt durch die Formel, ich bin der, die, die sich fremd ist, oder ich bin der, ich bin. Vom prädikativen Satz ist nur mal ein fragiles Subjekt geblieben, das nicht mehr weiß, wer es ist und das sich eine Vielzahl von Masken aufzusetzen weiß. Es sagt eigentlich nur mehr, ich sagte es schon, ich bin ich, wobei es nicht weiß, was dieses rätselhafte Ich eigentlich sei. Es ist wie ein Bild ohne Rahmen und ein Bild ohne Horizont. Jene Phänomene, die Taylor, wir hörten es, als die Voraussetzung für Identitätsbildung beschrieben hat. Greifen wir noch eine letzte Passage aus Rilkes Roman auf, die ein scheinbar unwichtiges Ding, einen Dosendeckel, einen Deckel einer Dose, einen Büchsendeckel zum Thema hat. Also den Sie aufmachen, wenn Sie aus der Dose etwas essen wollen, haben Sie diesen Deckel. Zitat: Es ist ja auch etwas geradezu Ideales, geduldig und sanft eingedreht auf der kleinen Gegenwulst aufzuruhen und die eingreifende Kante in sich zu fühlen, elastisch und gerade so scharf, wie man selber am Rande ist, wenn man einzeln daliegt. Aber wie wenig Deckel gibt es noch, die das zu schätzen wissen? Das klingt ein bisschen nach Kafka, habe ich so das Gefühl gehabt, wie ich das gelesen habe. Dieser Deckel nun wird zum Gleichnis für die existenzielle Konstitution des modernen Menschen, der für Malte, das Sprachrohr im Roman, wie schief aufgesetzte Deckel auf verbogenen Rändern sich ausnimmt.
was die oben angesprochene Geruhsamkeit zerstört. Die Menschen nämlich sitzen höchst ungern und schlecht auf ihren Beschäftigungen. Teils, weil sie nicht auf die richtigen gekommen sind in der Eile, teils, weil man sie schief und zornig aufgesetzt hat, teils, weil die Ränder, die aufeinander gehören, verbogen sind, jeder auf eine andere Art. Sie denken im Grunde nur daran, sobald es sich irgend tun lässt, hinunterzuspringen, zu rollen und zu blechern. Wo kämen sonst all diese sogenannten Zerstreuungen her und der Lärm, den sie verursachen? Ob diese verbogene Schieflage auch auf den Protagonisten selbst und auf die Anlage des Romans anzuwenden ist, ich finde das eine spannende Frage, bleibt an dieser Stelle offen. Für die Lesart des Romans scheint mir nicht unwesentlich zu sein, dass er selbst ein Maskenspiel ist, in dem eine einsame, aber sprechende Monade, die sich selbst verschiedener Masken bedient, die Maske des dänischen Aristokraten ist nur die sichtbarste, jene des Flaneurs auf den Straßen von Paris eine andere. Denn auch der Held und Sprecher, der Protagonist zugleich, verfügt über ein wahres Selbst. Was ihn von den vielen Gesichtern auf der Straße unterscheiden mag, ist nämlich das Wissen darum, dass er sich in den abgelegenen Räumen des Schlosses angeeignet hat. Also es ist eine paradoxe Art von Identität, die die Moderne hervorbringt. Ich komme zum dritten und schon letzten Abschnitt. Eigenschaft und Identität, Robert Musil. Rilkes Roman beginnt im urbanen Raum der modernen Großstadt. Jener von Roth endet in ihr. Musils Großwerk setzt wiederum mit einem Phänomen ein, das 1913, das ist der Zeitpunkt der Handlung, das was man als die erzählte Zeit bezeichnet, überaus selten und selbst 1930 noch nicht besonders häufig war, mit einem Autounfall. Statt den Gesichtern in der Menge und dem Geflecht leerer Straßen dominiert im ersten wie auch im achten Kapitel von Musils Roman, das sich mit den Besonderheiten des kleinen mitteleuropäischen Imperiums namens Österreich-Ungarn beschäftigt, der Verkehr als Ausdruck eines neuen Phänomens, nämlich der unaufhaltsamen Bewegungsmoderne. Von Anfang an ist im Roman ein irritierendes Moment im Spiel. Kontingenz. Also das Fehlen eines zureichenden Grundes. Es gibt keinen besonderen Grund, warum etwas geschieht bei Musil. Und warum es nicht passiert. Der Unfall, der im Zentrum des Anfangskapitels steht und in der anschließenden Romanhandlung überhaupt keine Rolle mehr spielt, lässt sich in einer Statistik eintragen, bleibt aber ansonsten sinnlos. Indem die Kausalität und damit auch das Narrative, das zeitliche Abfolge eines Geschehens, verstehend interpretiert, indem das beschränkt werden, sind auch der Identität enge Grenzen gesetzt. Das wird schon im zweiten und dritten Kapitel sichtbar, in dem Haus und Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften beschrieben werden. Es gibt keinen besonderen Grund für Ulrich, gerade dieses Haus, ein Schlösschen, wie es im Text heißt, anzumieten, also zeitlich begrenzt zu bewohnen. Damit ist auch evident, dass diese Unterkunft keine identitätsstiftende Funktion besitzen kann. Zumal das Haus aus einer ziemlich mediokren Mischung von Baustilen, es ist also ein historischer, architektonischer Hybrid, wenn man so will, besteht. Insofern sagt es dann doch etwas über die Identität der Nicht-Identität des Mannes ohne Eigenschaften aus. Das Ganze hatte also einen etwas verwackelten Sinn, so wie übereinander fotografierte Bilder. Aber es war so, dass man unfehlbar stehen blieb und ah, sagte. Zitat Ende. Dieses Schlösschen ist auch ein Monument einer abgetretenen Vergangenheit. Ein Sommersitz, der seine Bestimmung verlor, als die Großstadt über ihn hinwegwuchs, heißt es im Roman. Das Palais, um das es hier geht, und das gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wohnsitz Musil in der Rasumowski-Gasse im dritten Wiener Gemeindebezirk hat und ganz nahe neben unserer Wohnung gelegen ist, aber das nur nebenbei,
ist wie ein abgetragenes Kleid, um auf die Metapher von Rilke zurückzukommen, oder ein Gesicht, maskenhaft wie bei Rilke. Dahinter verbirgt sich nichts, lediglich Leere und Banalität. Es ist eine Selbstentzauberung der Moderne und ihrer ehrgeizigen und ambitionierten Versuche im Bereich der Künste und der Architektur. Diese Form der Selbstentzauberung trägt schon postmoderne Züge und dementsprechend narrative Strukturen mit sinnauflösenden Effekten. Das Haus ist wie sein Mieter und das ganze Machtgebilde der Donaumonarchie von Eigenschaftslosigkeit geprägt. Also das Haus ist wiederum auch eine Metapher für den ganzen Raum, der im Roman beschrieben und gestaltet wird. Es lohnt sich kurz einmal, dieses Wort Eigenschaft, dieses deutsche Wort Eigenschaft, unter die Lupe zu nehmen. Die englischen Übersetzungen, die Eigenschaften mit Qualities, mit Qualitäten übersetzen, verfehlen den Sinn dieses deutschen Wortes an einer entscheidenden Stelle. Es geht bei der Eigenschaftslosigkeit nämlich nicht so sehr darum, dass Ulrich nicht bestimmte Qualitäten besäße, die ihn von anderen unterscheiden. Vielmehr befindet sich bei ihm ein Mechanismus in Leerlauf, den man mit dem Philosophen Bernhard Waldenfels als Aneignung bezeichnen könnte. Was der Protagonist verweigert, sind jene Elemente, die für Identität bestimmend sind, für Identität in einem positiven, prädikativ bestimmten Sinn wichtig sind. Selbstverfügung. Bei der Identität geht es darum, wer ich bin. Aber Identität hat man zugleich. Sie ist wie ein Eigentum, das Selbstkontrolle und Handlungsfähigkeit mit sich bringt. Es ist kein Zufall, dass Ulrich beinahe so handlungsscheu ist wie Oblomow in dem berühmten Roman von Iwan Gonscharow, von dem russischen Autor. Wobei bei diesem die Melancholie stärker ist als die Ironie, von der Ulrich getragen ist. Dieser Oblomow schafft es nicht, am Morgen aufzustehen. Er verbringt den ganzen Tag im Bett und holt sich die Gäste an sein Bett. Von dieser Welt des Handelns hält sich auch Ulrichs moderner Held prinzipiell fern. Ihm ist es auch nicht um Häuslichkeit zu tun, weder im Umgang mit Frauen oder mit seinem Leben, noch mit seinem Wohnhaus. Und schon gar nicht im Hinblick auf jenes Projekt des Kaiserjubiläums, das im Roman für 1918 geplant ist, um das 70-jährige Regierungsjubiläums des scheinbar unsterblichen, greisen österreichisch-ungarischen Monarchen Franz Josef zu feiern. Diese Form des Desengagements, das ist ein Ausdruck von Taylor, der hier sehr passend ist, und der Distanz, die auf Eigentum und Eigenart verzichtet, bezeichnet Musils Hauptfigur selbst als Urlaub vom Leben. Musils Held, der seine Identität aus der Distanznahme zu sich selbst und der Welt, also aus Nicht-Identität bezieht, unterhält im Roman intime Beziehungen zu Frauen, die strukturell betrachtet ebenso kontingent sind wie das angemietete Haus, ob es nun die Varieté-Sängerin Leona ist, deren ungeheurer Appetit auf Speisen ihn amüsiert und neugierig macht. Oder da ist die Frau eines hohen Regierungsbeamten, die in seinem unentwegt ironischen Spiel den Namen Bonadea gibt. Das ist ein Name für eine römische Göttin, die zugleich die Göttin der Prostitution ist. Oder es gibt die angeheiratete Cousine, die platonische Muse Diotima. Oder die Tochter eines jüdischen Bankdirektors, die am Ende auch aus keinem zwingenden Grund sexuell überwältigt. In keiner dieser Beziehungen ist jenes bindende und identitätsstiftende Gefühl im Spiel, das mit dem Komplex Liebe verbunden ist und das unter den Bedingungen von Postromantik und Moderne eine sinnhafte Begründung in sich trägt. Liebe ist nämlich ein hinreichender Grund, mit einem anderen zusammenzuleben und intim zu sein. Ulrichs Beziehungen sind hingegen programmatisch beliebig und stiften keine Identität. Sie sind eben kontingent, sinnlos und ohne Dauer. Die Ironie ist eine Form der Negation, die Einverständnis vortäuscht. Sie ist im Reigen der poetischen Figuren, der rhetorischen Figuren, jene, die der Funktionsweise der Maske ähnelt. Also zwischen Ironie und Maske gibt es einen Zusammenhang. Ironie impliziert uneigentliches Sprechen. Man tut so, als ob, und täuscht etwas vor,
was es aus der Warte des Sprechenden gar nicht gibt. Ironie ist Negation durch Affirmation. In Musils Roman wird die romantische Ironie gegen die Romantik der Liebe und die Sehnsucht nach Sinn und Identität gerichtet. Wollte man Paul Ricoeurs Unterscheidung von Ipse und Idem Identität in Anschlag bringen, so ließe sich sagen, dass hier bei Ulrich, wie auch dem Erzähler, der ihm wesensverwandt ist, ein kräftiges Ipse am Werk ist, das sich aus der Verachtung für jedwede prädikative Identität speist. Das lässt sich an zwei Beispielen zeigen. Zum einen an der nachhaltigen Art und Weise, wie im Roman nach und nach alle sinnstiftenden Denksysteme, also Ideologien, schonungslos zersetzt und destruiert werden. Ob es sich um Feminismus, Sozialismus, Konservativismus, Pazifismus, Liberalismus, Lebensphilosophie, moderne Pädagogik oder völkisch-rassistischen Nationalismus handelt. All diese Versuche, Rahmen und Horizonte für Identität bereitzustellen, werden von dem souveränen Außenseiter und Exaktheitsfanatiker gnadenlos zerlegt und verworfen. Und zwar so lange, bis nur mehr der Mensch in seiner nackten Unbehaustheit und Entblößtheit übrig bleibt. In dieser Situation bekommt sein alter Ego in Gestalt seiner zwillingshaften, komplementären Schwester Agathe ins Spiel. Dieser Umschlag im Roman, der ist nicht selten in der Sekundärliteratur als ein Rückfall in Romantik und Mystik beanstandet worden, dieser Umschlag folgt einer gewissen Logik. Nachdem in dem Roman mit seinen ausufernden weltanschaulichen Debatten die Welt leergefegt worden ist, wird der Blick für jenes Vakuum, jene Leere, die der Ort alles Mystischen ist, sichtbar. Weil sie leer ist, bietet die Mystik, Antizipation auch der Unvorstellbarkeit, des Unvorstellbaren, des symbolischen wie realen Todes, die Auflösung jedweder Identität an. In ihr spielt das Glück der Persönlichkeit keine Rolle mehr. Das ist ein Versprechen, dass sie den ideologischen Rahmen und Horizonte, die sich der Mensch geschaffen hat, richtet. Musils Held möchte den mystischen Weg mit dem Kraftwagen, also mit dem Auto befahren, womit er zwei Gegenpole schafft, die Spannung generieren. Das ist eine klassische Denkfigur der deutschen Frühromantik, aber das nur nebenbei. Aber dieser Weg bricht ab und erweist sich nicht als gangbar. Die Sinnlosigkeit wird im Roman durch das große Projekt des Krieges im Sinne Hegels aufgehoben, also beseitigt und bestätigt. Der Krieg ist dann die große Idee, die scheinbar das Problem löst und gleichzeitig es neu erschafft. Es erweist sich zunächst als die rettende Idee und erweist sich am Ende doch nur als die radikalste Form der Sinnentblößung. Darin ist sich Musil mit Karl Kraus durchaus einig. Das zweite Beispiel, ich bin immer noch bei Musil, dann kommen wir zum Schluss. Das zweite Beispiel ist die Beschreibung jenes Machtgebildes, das schon bessere Zeiten erlebt hat, aber doch noch da ist, das noch existiert. In Musils Roman heißt dieses Langzeitreich Kakanien, weil es das Kaiserreich Österreich und das Königtum Ungarn und, das ist das dritte Moment, das fragile Verhältnis der beiden Reichshälften umfasst. Dieses Haus steht wie jenes Schlösschen von Ulrich aus Gewohnheit, unterliegt keiner tiefen Sinnstiftung. Auch wenn die Parallelaktion, ein vergebliches Reparaturwerk, den Sinn haben soll, diesen Mangel zu beheben. In dieser Identitätslosigkeit, in der alle bekämpfen, Zitat, war Kakanien, ohne dass die Welt es schon wusste, der fortgeschrittenste Staat, Ironie natürlich, klar, es war der Staat, der sich irgendwie nur noch mitmachte. Man war negativ frei darin, ständig im Gefühl der unzureichenden Existenz und von der großen Fantasie des Nicht-Geschehenen oder doch nicht unwiderruflich Geschehenen, wie vor dem Hauche der Ozeane umspült, denen die Menschheit entstieg. Also über den Abschnitt könnte man fast einen ganzen Vortrag auch nochmal halten, aber das tue ich nicht. Ein Land ohne Eigenschaften lässt Musil literarisch aus der Erinnerung aufsteigen. Ein Land ohne jene nationale Identität,
wie sie, um beim Beispiel von Taylor zu bleiben, Armenier und Quebecer zu besitzen scheinen. Und auf diesen Besitz scheint es anzukommen. Er bildet ontologisch die Voraussetzung für eine Identität, die nach Sinn, Wert und Grund fragt. Einen Abschnitt vor der Beschreibung des kontingenten und eigenschaftslosen Kakanien, das nicht mehr im Selbstbesitz seiner eigenen Kräfte ist, denkt die essayistische Stimme im Roman über das Phänomen des Charakters und damit auch der Charakterlosigkeit nach. Ein Begriff, der sich mit Termini wie Identität und Eigenschaften überkreuzt und überschneidet. Auch hier bildet die vorgebliche Schwäche des österreichischen Charakters den Ausgangspunkt der Überlegungen der Stimme, die nicht nur erzählt, sondern eben essayistisch kommentiert. Dieser Diagnose wird seitens des Erzählers entgegengehalten, dass jeder Landesbewohner heutzutage und überall mindestens 9 Charaktere besitzt, wobei der Text etwas unsystematische Identifikatoren wie Beruf, Nation, Staat, Klasse, Geografie, Geschlecht, Bewusstseins, Unbewusstes und Privatheit aufruft. Die Ideologie, die doch eine wichtige Rolle im Roman spielt, findet an dieser Stelle interessanterweise keine Erwähnung. Der Erzähler fügt indes all diesen Charakteren noch einen 10. Charakter hinzu. Er schreibt nämlich, jeder Landesbewohner vereinigt die verschiedenen Charaktere in sich, aber diese Charaktere, sie lösen ihn auf und er ist eigentlich nichts als eine kleine Mulde, ja, in die sie hineinsickern und aus der sie wieder austreten, um mit anderen Bächlein eine andere Mulde zu füllen. Und dieser 10. Charakter ist nichts als die passive Fantasie unausgefüllter Räume. Er gestattet dem Menschen alles, nur nicht das eine. Das ernst zu nehmen, was seine mindestens 9 anderen Charaktere tun und was mit ihnen geschieht. Also mit anderen Worten gerade das nicht, was ihn ausfüllen sollte. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf Taylors Beschreibung neuzeitlicher und moderner Identität zurück. Und dann lässt sich sagen, dass sich Rahmen und Horizont, die Voraussetzungen von und für Identität, durch externe wie interne Identifizierungsprozesse auf paradoxe Art und Weise auflösen. Mit externen Identifikationsangeboten kommen all jene modernen, miteinander konkurrierenden und unvereinbaren Sinnstiftungssysteme ins Spiel, die Rahmen und Horizont von Identitätsfindung anbieten und die sich, wenigstens am Höhepunkt der Moderne, im Zustand eines latenten Bürgerkriegs der Ideen befunden haben. Mit internen Identifikationsangeboten ist gemeint, dass jeder Bewohner und jede Bewohnerin der Moderne über eine Ansammlung von Prädikaten verfügt. Die sich, wenn das Argument von Musils Erzähler stimmig ist, die sich gegenseitig neutralisieren und sich in einer Leere auflösen, die der bei Rilke durchaus nicht unähnlich ist. Zwischen dem Anspruch auf kollektive Verbindlichkeit und der Pluralität von Sinn- und Wertangeboten besteht eine diametrale Spannung. Um diese Thematik kreist auch das Werk von Musils geistigen Nachbarn Hermann Broch. Also Pluralität ist bei Broch und auch bei Musil nicht in einem produktiven Sinn, positiven Sinn konnotiert, sondern sie sind Symptome der Krise und der Unfähigkeit. Sie machen den Kern der Krise der Moderne aus. Mit Musil und Rilke wurden zwei literarische Zeugen aufgerufen, die allen Identitätssetzungen und Findungen misstrauen. Im Gegensatz zu den merkwürdigen Versprechen von Authentizität steigern sie das Maskenhafte ins Unermessliche. Was Rilke und Musil bei aller Verschiedenheit in Stil und Temperament miteinander verbindet, ist, dass sie davon ausgehen, dass hinter dem Maskenspiel keine wahre Welt zum Vorschein kommt. Die Leere, das heißt die radikale Abwesenheit von Sinn, wird letztendlich positiv verstanden, nämlich als Fähigkeit zur Einsamkeit, das wäre sozusagen die lebensphilosophische Dimension, und seiner neuen Form von Mystik nach dem Tod Gottes, die sich zu den identitätsstiftenden Systemen so verhält, wie die religiöse Mystik
zu jenen der jeweiligen kanonischen Religionen. Am Ende seiner Rede zur Rilke-Feier am 26. Jänner 1927 spricht Musil übrigens durchaus nicht abschätzig davon, dass Rilke nach Novalis der vielleicht religiöseste Dichter gewesen ist. Ganz zweifelsohne ist aber die Lehre, die Rilke und Musil auf unterschiedliche Weise beschreiben, eine maßgebliche Quelle für ihr Werk. Jene Mulde, von der Musil schreibt, dass diese nichts anderes sei als die Fantasie unausgefüllter Räume. So ist diese Mulde der leere Ort der Fantasie, der der modernen Literatur Flügel verleiht. Herzlichen Dank und danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf unsere Diskussion. So, herzlichen Dank, Herr Müller-Funk, für diesen sehr anregenden Vortrag. Es hat mich ziemlich interessiert, über das Werk von Rilke und Musil mehr zu lernen und vor allem über ganz interessante Themen wie zum Beispiel Welt und Selbstfremdheit, wie die zynische These von Nietzsche, dann noch über Gesichtslosigkeit, Entfremdung und Selbstentschauberung. Es gab vieles zu lernen für mich. Es hat mich auch sehr gut gefallen, wie Sie über Identität als theoretisches Paradigma gesprochen haben, dann über Identitätsverlust und dann Eigenschaft und Identität bei Robert Musil. Ich muss hier einräumen, als Sprachwissenschaftler bin ich nicht bestens imstande, Sinnvolleres darüber zu sagen. Ich bitte daher Herrn Anil Bhatti über Ihren Vortrag zu kommentieren und danach werden wir Fragen von unseren Zuschauern bzw. Zuhörern einladen. Gut. Ja, ich habe jetzt nichts zu sagen. Ich habe gesprochen, ich muss mir ein bisschen ausruhen. Und ich werde das nutzen, wenn Anil Bhatti mir Fragen stellt oder einen Kommentar macht, was natürlich für mich immer besonders spannend ist. Ich höre jetzt Anil Bhatti nicht. Jetzt, glaube ich. Jetzt bin ich wieder zu hören. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag, Wolfgang. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das hier halten dürfen, auch in diesen Zeiten dann mit einer gewissen Relevanz. Was mich besonders interessiert hat, waren die Parallelen, die sich aus der historischen Situation zwischen Indien und der Habsburger Monarchie ergeben. Das ist eine Forschungsrichtung, die in Wien, wie du weißt, gepflegt wird. Und zwar als ein Blick auf komplexe, mehrsprachige, multidimensionale Gesellschaften, Staaten, die dann unter einer gewissen Homogenisierungsdruck leben, die dann zerfallen und in kleine Nationalstaaten ihr Leben weiter fortsetzen. Das galt in der englischen historischen Sichtweise als eine Abnormalität. Und die ganze Tradition der britischen historischen Forschung lebte davon, wenn man von Österreich-Ungarn sprach, lebte von der Idee, dass das abnormal ist, Mehrsprachigkeit und Staat und Multiethnizität zu verbinden. Das, so etwas ist nicht lebensfähig. Das Natürliche ist ein Staat im alten herrischen Sinne, eine Sprache, ein Territorium, ein Volk und so weiter und so weiter. Und nun hat die neuere Geschichtsschreibung, ich rede jetzt von dem sehr interessanten Buch von Peter Judson über Habsburg, dass die Sichtweite umkehrt und sagt, dass im Grunde genommen Habsburg, die Habsburg-Monarchie, war das moderne
war die Moderne in dem starken Gefüge der damaligen Zeit und verbunden mit Empire-Studien ist zum Beispiel Indien ein anderes Beispiel dafür. Das sind fragile Staaten, die dann immer zerfallen können, und das ist eine Lehre, die wir in Indien aus jüngster Zeit immer wieder ziehen können. Und in diesen Staaten war Identität immer ein problematischer Begriff. Denn Identität ist ein Begriff, der von außen herkam. Ich rede jetzt von der höheren Ebene, der von außen herkommt, der dann unserem Leben eine gewisse Authentizität verleihen möchte. Und diese Authentizität, wie zum Beispiel die Authentizität, von der Taylor zum Beispiel Begriff, redet, ist auffallend abwesend im historischen Sinne von der indischen Diskussion bis zur jüngsten Vergangenheit, wo es dann wiederum geht, dieses, wie du gesagt hast, Recursion-Sinne von Identität zu reden. Und stattdessen hat man dann die Fähigkeit der Gleichzeitigkeit von mehreren Welten entweder auf einer vortheoretischen Ebene zu erleben oder dann bewusst zu propagieren. Das bewusste Propagieren war dann die Staatsideologie. Das Unbewusste war etwas, eine Simultaneität vorzuschlagen. Und so dass Identität, merkwürdige Identität in dem Sinne, wo wir jetzt heute darüber reden, Identität etwas ist, was Deflationsmomente zeigt. Identität, ironisch gesagt, es genügt mir, wenn ich einen Pass habe und ein Visum habe, um eine Identität zu haben. Die ganze Migrationswelt lebt davon, die Identität in dem emphatischen, einstaatlichen, romantischen Sinne zu entwerten und Deflation zu üben hier. Und das scheint mir Musil, besonders Musil, aber natürlich bei Rilke auch, besonders bei Musil, auf einer großartigen Art und Weise vorgeprägt zu haben in seinem Roman. Und den hast du sehr schön geschildert. Und vor allem mit diesem Bild des Hauses. Die mehreren Räume, die gefüllt werden müssen mit etwas, damit das Haus ein volles Haus ist, ist ein wunderbares Begriff für eine Welt, in der der Migrant kein Haus hat. Und diese Spannung, glaube ich, ist der Spannung, die den Roman immer wieder relevant macht für unsere Zeit. Also ich würde sagen, herzlichen Dank für den Vortrag, und ich würde bitten, alle Teilnehmer sich zu melden. Ich glaube, es gibt einen oder zwei schon. Oder möchtest du jetzt schon erstmal? Nachdem du so ausführlich das kommentiert hast, würde ich ganz gern was dazu sagen. Und ja, dann bitte, machen wir bitte eine zweite Runde. Das ist genau so, dass Musil diesen Vorbehalt, diesen ironischen Vorbehalt gegenüber Identität hat. Ja? Er sagt, na ja, klar, braucht man irgendwie, aber ganz entscheidend ist das nicht. Entscheidend ist sozusagen dieser Vorbehalt gegenüber dieser Identität. Das ist eine Reaktionsform. Und es ist auch richtig, dass es zwischen dieser Art von, wie soll ich sagen, individuellen Identitätsgeschichte, die ja auch homogen gedacht ist, und der Vorstellung des homogenen Raumes der Nation ein Zusammenhang besteht. Ja? Und das, wenn man es jetzt kritisch sieht, multiethnische, multilinguale Gebilde natürlich ein Identitätsproblem haben. Aber das kann man aus einer nationalen Perspektive als einen Mangel sehen. Heute würden wir das eher als einen Vorzug sehen. Deswegen können wir mit Musils Ironie durchaus etwas anfangen. Und was die Geschichte der Moderne betrifft, so gibt es ja Leute, die dieses Zweifeln auch an der individuellen Identität fortschreiben, das bei Rilke und bei Musil. Rilke war kein politischer Denker, aber bei Musil spielt natürlich diese politische Dimension eine große Rolle. Deswegen ist er für mich auch wichtiger als Rilke, entre nous gesprochen, bei aller Wertschätzung des Literarischen. Jedenfalls, dass dieses Thema der Identitätslosigkeit, dass die bei Kafka natürlich vorkommt, ich habe dann zwischendurch auch Kafka erwähnt, und natürlich auch bei Autoren wie zum Beispiel bei Frisch zum Beispiel, also im Schweizer Autor, ich bin nicht stiller und all diesen Dingen, da wird das ja auch nochmal durchgespielt. Und zwischen diesen beiden Momenten, dieses Desengagement, dieser Ausdruck hat mir wirklich gut gefallen von Taylor,
das ist sozusagen ein Projekt des Desengagements. Das heißt zu wissen, es gibt all diese Dinge, man darf sie nicht übersehen, aber man soll sie auch nicht so ernst nehmen, man soll sich auch nicht von ihnen engagieren lassen. Genau. Dieser Vorbehalt ist bei Musil sozusagen natürlich ins kulturwissenschaftliche oder gesellschaftliche gewendet und das macht ihn natürlich für Anil Bhatti und mich so spannend. Ich möchte auch dem Publikum sagen, dass wir uns natürlich auch näher gekommen sind über diese Vergleiche mit dem polyethnischen, polylingualen Indien, postkolonialen Indien und der Habsburger Monarchie. Das war Thema eines Seminars, das ich an der Nehru-Universität seinerzeit gegeben habe und auch, über das wir auch in Wien gesprochen haben. Und es gibt Kollegen und Freunde in der Akademie der Wissenschaften in Wien, die das auch beschäftigt. Und auch wenn die Habsburger Monarchie und die Europäische Union nicht ident sind, ist doch eine gewisse Ähnlichkeit von Fragestellungen. Und es ist kein Zufall, dass in Robert Menasses, die Hauptstadt, dass da der Chef dieser Europäischen Union auf dem Nachtkastel den Mann ohne Eigenschaft liegen hat. Ob das wirklich entspricht der historischen Realität und der Leseweise von Claude Juncker entspricht, weiß ich nicht. Aber das ist eine gute Beschreibung. Ja? Das heißt, in einer globalen Welt geraten diese Nationalstaaten unter Druck. Wir dürfen nicht so tun, ja, als ob es diese nationalen Identitäten nicht gäbe. Man könnte ja auch natürlich sagen, ob nicht der Versuch des heutigen Indien, also der heutigen indischen Mehrheitspartei, nicht genau so, darauf hinausläuft, einer solchen Identität auf einem Umweg, jetzt nicht rein sprachlicher Nation, aber im Sinn des gemeinsamen religiösen Erbes, ob das nicht ein Versuch ist, sozusagen aus dem in Anführungszeichen eigenschaftslosen Indien jetzt ein eigenschaftliches Indien zu machen. Ja? Also das heißt, wir dürfen diese Sehnsucht nach Identität nicht unterschätzen, aber wir müssen uns den Kopf klar halten und die Reflexion und immer bereit sein, sozusagen sich dafür zu desengagieren. Ja? Das finde ich wunderbar. Also auch, ich spreche jetzt nicht nur als Literaturwissenschaftler, sondern auch als Intellektueller. Wunderbar. Ja, aber jetzt... Ja, sollten wir, Abhimanyu, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Hat sich jemand gemeldet? Ich sehe hier, im Chat ist eine Stimme da, aber ich weiß nicht, wie ich das... Geben wir ihr die Stimme. Frau Rosi Singh hat sich gemeldet. Ah, sehr schön. Ich bitte Sie, sie ist jetzt auf lautlos. Sie kann sprechen. Ja, ich habe den Namen schon gesehen. Die wandern ja komischerweise, diese Namen ständig, ja. Ja, wir sehen sie nur als Balken. Zum Beispiel Herr Castellini, einer, der aus Wien zugeschaltet ist, ist gewandert und ich glaube auch die Frau Kalatka ist gewandert. Also es gibt eine Wanderung auf meinem Schirm. Frau Singh. Rosi ist da jetzt. Hallo, vielen Dank, Professor Funk, für den Vortrag. Ich hätte nämlich zwei Fragen. Erstmals haben Sie von Rilkes Roman sehr viel gesprochen, aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Sie von der Identität der Frauen in dem Roman was sagen. Ich denke besonders an Renaissance-Dichterinnen und Sappho und Heloise. Rilke hat auch gewisse Wandteppiche sehr ausführlich beschrieben im zweiten Teil des Romans. Und irgendwie denke ich, dass Rilke sich für diese Frauen, für die schreibenden Frauen sehr viel interessiert hat. Und das, also von der Frauenperspektive finde ich das sehr interessant. Und meine zweite Frage wäre, Sie haben auch von Kafka gesprochen. Ja, Rilke und Kafka waren Zeitgenossen und beide kamen aus Prag. Ich möchte gerne wissen, ob Sie da gewisse Ähnlichkeiten im Schreibstil, in Themen, in Konstruktion des Ichs und so weiter da feststellen können. Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Das wäre ein eigener Vortrag gewesen. Für mein Thema der Identität fand ich diese Frauenthematik nicht so interessant. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil es geht ja eher um die Funktion der Frauen für die Identität dieses Maltes. Das steht ja eigentlich im Vordergrund. Das heißt, sie sind auch gewissermaßen Spiegelfiguren, die reinkommen. Und wenn ich sozusagen diesen Vortrag jetzt ergänzen würde, dann würde ich sagen, dass er in seiner Selbstentblößtheit, in seiner Fragilität sozusagen auf der Suche nach jemandem ist, der ihn stützt. Und da sehe ich einen Zusammenhang, biografisch wie auch von den Texten, zwischen Kafka und Rilke. Ja? Die Sehnsucht sozusagen, die Frau könnte etwas sein, was in dieser entleerten Welt ihm eine Stütze sein könnte, einen Boden für die Existenz des Mannes bilden könnte. Ja? Also, und das lässt sich auch biografisch zum Beispiel im Verhältnis zu Lou Andrea Salome zum Beispiel, wenn ich jetzt die biografische Ebene einschließen würde, sagen. Also das ist ein Mann, der sich gern am Zipfel der Frau anhängen möchte. Ja? Das ist bei Laure so. Und es gibt verschiedene Stellen bei Kafka, wie die Frauen imaginiert sind. Also mich würde an Kafka und an Rilke und an dem Vergleich zwei Sachen interessieren. Das eine ist, wie sie die Frage der modernen Identität setzen und sozusagen destruieren. Ich vermute, dass auch Kafka eine solche Diskussion macht. Und was sozusagen die Imagination des anderen Geschlechts für eine Funktion hat. Und da würde ich meinen, es hat eine Art von Stützungseffekt. Ja? Beide suchen sozusagen Halt bei der Halt bei den Frauen. Und das sehe ich in dem Malte-Roman genauso wie bei Kafka im Schloss. Was ist das Erste, was der K. macht? Er schaut, gibt es da nicht irgendeine Frau, die mir eine gewisse Sicherheit geben könnte und wo ich irgendwie eine Art Schutz habe? Ja? Das ist eine sehr merkwürdige Konstruktion in einer patriarchalen Gesellschaft, die auf eine Männlichkeitskrise, die durchgehend für die österreichische Literatur der Moderne ein Charakteristikum ist. Und der Titel des Buches, den Anibati erwähnt hat, Komplex Österreich, bezieht sich auch auf diesen Komplex im Sinne des Psychoanalytischen, wenn Sie so wollen. Ja? Aber die Figur der Frauen im Sinn sozusagen der Identitätskonstruktion würde mich nur über diesen Umweg interessieren. Und man könnte natürlich auch Musil erwähnen, als er, bevor es zu dieser absoluten Leere kommt, braucht er ja im Grunde genommen sozusagen das weibliche Komplement, ja, das ihn ergänzt. Wobei Musils Konzeption meiner Ansicht nach, obwohl er das sicher nicht wollte, eher romantisch ist. Weil die Idee der Romantik ist ja sozusagen dieses postplatonische der Komplementarität. Ja. Also Mann und Frau sind nicht komplett, nur wenn sie zusammen sind, sind sie sozusagen wie der Herstellung einer Einheit. Und bei Musil ist ganz klar, sie ist die Zuhörerin von ihm. Er redet und redet und schreibt und schreibt und sie hört immer zu und stellt Fragen. Also hier ist es natürlich auch auf aktiv und passiv gestehen. Das ist bei den Frauen, bei Rilke und Kafka, glaube ich, nicht. Ich hoffe, dass Sie nicht enttäuscht sind von meiner Antwort. Aber die Frage hat mich natürlich auch ein bisschen überrascht. Aber ich würde noch einmal sagen, die Frauen haben in dem Sinn, in diesem essentiellen Sinn, ja nicht die Stimme, dass sie sich selber fragen, was ist meine Identität, eine Frau in der Moderne zu sein. Ja. Wer kommt jetzt? Aber immer nur, ich habe keinen Überblick über die. Also im Moment sehe ich keine Interessenten, die im Chat ihre Fragen eingetragen haben. Ich frage jetzt, hoffentlich bin ich nicht lautlos gestellt. Nein, ich bin nicht auf lautlos. Ich bitte die Teilnehmer, wenn sie Fragen haben, dann entweder schreiben sie das im Chat oder sie können sich melden, raise your hand. Und ich werde Sie dann bitten, Ihre Fragen zu stellen.
Ja, also wenn Sie heute noch keine Fragen haben, dann könnte es auch sein, dass Sie mich am Samstag, einige von Ihnen werden ja am Samstag auch dabei sein, und dann können Sie die immer noch an mich stellen. Es ist jetzt also keine, es ist nicht tragisch, wenn jetzt, ich habe es immer gern, wenn diskutiert wird. Und vielleicht kann ich noch die Frau Singh zurückfragen, Frau Singh, ob Sie noch einmal nachfragen wollen oder ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Das würde ich gerne wissen. Können wir die Frau Singh noch mal ins... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Bilder funktionieren. Ich sehe sehr viele Gesichter und es freut mich, alle zu sehen, ja. Aber... Die Frau Singh müsste man anschalten, damit sie sprechen kann. Ich glaube, sie ist nicht mehr da. Aber doch, sie ist da. Ich sehe sie ja neben mir. Wir lächeln uns ja auch zu, nicht, Frau Singh? Aha, okay. Aber es gibt ja ganze... Aber Sie sind ausgeschaltet. Frau Singh, Sie müssen anschalten. Geht das oder kann man... Okay, wir haben, Rosi, wenn du keine Fragen hast, wir haben hier Anushka Gokhale, sie arbeitet als Associate Professor oder Assistant, ich bin mir nicht 100% sicher, in Gujarat, und sie hat jetzt eine Frage. Anushka, ich bitte dich, den leise Modus auszuschalten, und jetzt... Jetzt, ja, jetzt, Anushka, wir können hören, ja, bitte. Guten Abend und vielen Dank zunächst für den sehr anregenden Vortrag. Ich würde gerne fragen, wie sich diese radikale Lehre oder eben der Begriff der Identität mit der Subjektivität verhält. Wie verhält er sich zu der Subjektivität? Zweitens, Sie haben über den Ersten Weltkrieg auch ein bisschen gesprochen, aber nicht über die Oktoberrevolution, vielleicht das wichtigste Ereignis eben dieser Epoche. Und wie verhalten sich diese Autoren eben zu diesem wichtigen Ereignis eben derzeit? Das wäre meine Frage. Also die erste Frage ist ziemlich kompliziert und schwierig. Der Begriff subjektiv, es ist so, dass im deutschen Verwendung des Wortes Subjekt es immer nur dieses eine Moment gibt, nämlich sozusagen dieses aktive und dynamische Moment des eingreifenden, sich entäußernden Menschen. Das ist das Subjekt. Ja? Dieses Subjekt, das sich in der Auseinandersetzung bildet. Denkt man sofort an Hegel zum Beispiel. Ja? Also dieser Subjektbegriff ist einer, der, glaube ich, zu diesem Subjektbegriff bei Musil verwendet sozusagen die Terminologie von Hegel nicht. Er ist beeinflusst von der Jahrhundertwende-Philosophie und ihrem Stehsatz, das Subjekt ist rettungslos verloren. Ja? Also die Vorstellung, dass es ein sich selbst kontrolliertes, selbstverfügendes Individuum gibt, das sozusagen gestaltet, weltgestaltend ist, von dieser Vorstellung hat sich Musil eigentlich verabschiedet. Interessant finde ich, dass Taylor, der Hegel sehr gut kennt, eigentlich diesen Zusammenhang nicht aufmacht zwischen Identität und Subjekt. Das ist philosophisch sicher eine höchst schwierige Frage. Was ich noch zu dem Begriff Subjekt sagen wollte, dass zum Beispiel im Französischen oder auch im Englischen the subject, ja, ist ja gleichzeitig das, was im Deutschen das Objekt ist. Ja? Also das Subjekt ist sozusagen etwas, was unterworfen ist. Ja? Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet nicht nur dieses emphatisch freie Individuum, wie das im deutschen Idealismus der Fall ist, sondern das Wesen, das sozusagen fremden Einflüssen unterworfen ist, das untergeordnet ist, ja? Das unterworfen ist, ja? Von Jugum, ja.
das Joch, ja, also es unter einem Joch steht. Ja. Jedenfalls, Musil steht nicht in der Tradition des deutschen Idealismus, würde ich sagen. Natürlich hat er Kant erkannt und die deutsche Romantik hat den Subjektbegriff und das Subjektive anders verstanden. Bei Brentano zum Beispiel gibt es schon die Sehnsucht, kein Ich mehr sein zu müssen. Ja? Aber sicher gehört dieser Begriff des Subjekt und des Subjektiven in diese Wortfamilie. Das Selbst, das Subjektive, das Ich, ist aber nicht identisch mit ihm. Ja? Und das Subjektive ist natürlich noch ein wenig, wie soll ich sagen, eine schwächere Ausformung als dieser Begriff Subjekt, so im Sinne von Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, als ein verlässlicher, vorhandenes Ding. Also wenn das Subjektive bei Musil wichtig ist, dann eher im Sinn einer Absage an dieses Subjekt, würde ich sagen. Ja? Im Sinn der Philosophie der Jahrhundertwende. Das zweite Thema, ob die Oktoberrevolution jetzt das wichtigste Ereignis ist, ob nicht der Erste Weltkrieg, der ja auch den Zusammenbruch des Ancien Regimes, der Königreiche, der Imperien bedeutet, ob das nicht auch mindestens so wichtig ist wie die Oktoberrevolution. Darüber lässt sich streiten, man kann das wahrscheinlich aber auch zusammenfügen. Rilke hat sich für eine Zeit lang für die Räterepublik in München eingesetzt. Das war aber eher, wie soll ich sagen, eher ein gefühlssozialistischer Akt, würde ich meinen. Ja. Er war kein Theoretiker in dem Sinn. Und Musil in dem Roman von 1930, der aber in 1913 spielt, macht sich über den Pazifismus und den Sozialismus ausdrücklich lustig. Also sein Protagonist. Ja. Er misstraut dem Sozialismus und das verbindet ihn mit einem anderen berühmten Österreicher, mit Sigmund Freud, der eben meinte, dass der Sozialismus nicht den Triebstrukturen und Triebimpulsen des Menschen gerecht werden könnte und der vermutet hat, dass das Eigentum eine Form ist, um sozusagen Aggression zu sublimieren und der eben nicht geglaubt hat, dass der Sozialismus ein anthropologisch tragfähiges Projekt gewesen ist. Pragmatisch gesprochen, um das auch noch politisch zu beantworten, haben Musil und Sigmund Freud, die sich sonst nicht immer einig waren, beide bei den letzten freien Wahlen in der Ersten Republik, in der Ersten Österreichischen Republik dazu aufgerufen, die Sozialdemokraten zu wählen. Also wenn sie politisch waren, dann waren sie maximal Sozialdemokraten. Große Sympathie für die Oktoberrevolution haben sie beide nicht gehabt. Und ich kann mich auch nicht jetzt bei Rilke daran erinnern, der ein großer Russland-Fan gewesen ist. Und der Marxismus, um das auch noch zu sagen, der kommt bei Musil, bei Broch, bei Josef Roth, bei Ödün von Horvath, die alle irgendwo ein bisschen links waren zeitweilig, eigentlich nur als Randphänomen vor. Das ist für mich eines der interessantesten Unterschiede übrigens zwischen der deutschen und der österreichischen Literatur, also zwischen den ganz Großen der Zwischenkriegszeit. Da gibt es eine Frage von Omkar Joshi über den Panther. But before that, Rosie wollte sich melden. Sorry, Rosie, I forgot to unmute you. No, let Omkar Joshi. Ja, bitte, Frau Singh. Let that question. Okay, so before Onkar, also zuerst Akshay hat sich gemeldet, dann Onkar, dann wir haben Priya Kumari. Ich frage zuerst Akshay. So, ich habe Akshay gefragt, den leise Modus auszuschalten, ja? Hallo. Hallo, Herr Joshi. Vielen Dank. Aus Pune. Grüße aus Pune. Ich unterrichte an der Pune University, Savitribai Phule Pune University. Ich bin aber ehemaliger Produkt von der JNU auch und von Professor Bhatti auch. Sie haben
Professor Müller-Funk von Destitution gesprochen und die haben dann auch in eine Antwort auf Anushkas Frage von der Subjekt-Objekt-Beziehung gesprochen. Mich würde interessieren, zum Beispiel Anhal Musils Beschäftigung mit den neuen Medien, denn Fades Jekla ist die Zeitepoche, wo die neuen Medien und die neue Technik zum Beispiel eine große Rolle spielt in der Modernität. Und Musil hat sich mit den neuen Medien beschäftigt. Mhm. Dann mich würde dann zum Beispiel interessieren, wie können wir zum Beispiel Musils Beschäftigung mit den neuen Medien eine Rolle spielen bei unserem Verständnis von Posthumanismus als Identitätsproblematik. Ich nehme an, Sie nehmen Bezug auf den Aufsatz Ansätze zu neuer Ästhetik. Musil war ein leidenschaftlicher, wie interessant, es gab viele leidenschaftliche Filmgeher, übrigens auch Sigmund Freud gehörte dazu, Josef Roth, um nur ein paar aus dem österreichischen Kanon der Moderne zu zitieren. Aber Musil hatte ganz ausdrücklich sich dazu bekannt, ja, und dieser Béla Bolacs, der ein wichtiger Repräsentant der ungarischen Moderne der Jahrhundertwende ist, die es ja auch gibt, die vielleicht auch unterbelichtet ist, der kam im Gefolge des Scheiterns der ungarischen Räterepublik nach Wien, hat dieses Buch veröffentlicht und der Anlass von Musil, der hat ja damals sich davon ernährt, auch Rezensionen zu schreiben. Das waren zum Teil Auftragsarbeiten. Und er hat dieses Béla Bolacs, das also das zum Ziel hatte, den Film, der damals noch nicht als Kunst akzeptiert und anerkannt war. Also es gab nicht das Autorenkino oder irgend so etwas, was uns heute völlig geläufig ist, also global, auch in Indien natürlich, wo es auch ganz großartige Filmemacher gibt, sondern es geht an diesem Zeitpunkt, es ist ein neues Medium, wie Sie gesagt haben, und das Zweite, kann aus diesem Medium eine neue Form von Kunst werden. Und was Musil gemacht hat, war das sozusagen zu deuten als eine Art von Rückkehr der Bildern, ja, dass in diesem neuesten, modernsten, etwas Archaisches zurückkehrt, eine Art von Maskenspiel, das hatten wir vorhin schon in meinem Vortrag. Er hat den Film instrumentalisiert, also es ist zwei oder drei Seiten geht er auf Béla Bolacs ein, er kritisiert diese These. Er hat da wohl auch recht. Bolacs geht von dieser simplen, wie soll ich sagen, Substitutionsthese aus, indem er sagt, ja, die Nationalsprachen werden im Film verschwinden, die Leute können sich alle miteinander verstehen. Bolacs ist natürlich wie viele andere Avantgardisten vom Stummfilm ausgegangen und die waren alle Stummfilm-Freaks, ja, und waren ungeheuer traurig, dass jetzt plötzlich der Stummfilm nicht mehr stumm ist. Ich meine, er war nie stumm, es hat immer Musik gegeben, es hat natürlich auch immer Schrifttafeln gegeben, die erklärt haben, was jetzt gerade passiert. Aber das lasse ich mal beiseite. Es ging um den Stummfilm, der ein anderes semiotisches System hat, der die Sprache verabschiedet. Denken Sie an die Sprachkrise, auch bei Hoffmannsthal. Und Musil hat dieser tendenziellen Sprach- und Schriftfeindlichkeit ist er nicht gefolgt an der Stelle. Ihn interessierte der Bolacs als Filmtheoretiker, als Theoretiker einer neuen Kunstform. Ihn interessierte der Bolacs als jemand, der diese letztendlich romantische These, dass in dem technisch Neuesten etwas Altes zurückkehrt, eine Idee, die auch unterirdisch bei Benjamin eine Rolle spielt, im Passagenwerk, vor allem wenn man sich das komplette Konvolut und nicht nur den Aufsatz anschaut. Das hat ihn interessiert, aber er hat vehement dieser Substitutionsthese von Bolacs widersprochen und er hat ja auch damit letztendlich Recht behalten, denn das, was die heutige mediale Situation charakterisiert, ist ja nicht entweder oder, sondern die Kombination, Verbindung, Verflechtung von allen möglichen Medien und Zeichensystemen, was ja so etwas wie Filmanalyse zu einer ungeheuren Herausforderung im Grunde genommen macht.
Also man kann leicht eine Filmrezension schreiben, so leicht wie ein Buch, vielleicht sogar leichter. Ja? Aber eine Analyse, die sozusagen semiotisch abgestützt ist, die also ein gewisses theoretisches Niveau hat, das Formale einbezieht, das Zusammenspiel der verschiedenen Zeichensysteme, das ist eine enorme Herausforderung. Ja? Also tendenziell würde ich sagen, dass Mosil hier an dieser entscheidenden Stelle mehr gewusst hat als das verdienstreiche Buch von Bollage. Ja, das mit dem Trans- oder Posthumanismus, das ist schwierig. Da finde ich jetzt keinen Hinweis. Also Musil hat nicht zum Beispiel den Übermenschen von Nietzsche hergenommen und ihn sozusagen verquickt mit seinen Beobachtungen von Medien, was ein naheliegendes Thema vielleicht gewesen wäre. Und er hat leider, die Medientheoretiker werden das bedauern, er hat leider außer diesem großartigen Essay von Neuer Ästhetik, wo er eben auch psychologische Phänomene hineingenommen hat, oder auch psychoanalytische, könnte man sagen, wie Verschiebung, Verdichtung zum Beispiel, leider kein weiteres Werk uns hinterlassen. Wir können aber, ich denke aber, dass dieser Text schon zu den Gründungstexten gehört, genauso wie manche Texte von Benjamin, von Arnheim und anderen. Kittler, Friedrich Kittler zum Beispiel. Ja. Wollten Sie noch was sagen? Nee, also ich meine Friedrich Kittler auch noch dazu. Ne? Das ist ja Kittler kommentiert über die Zeit, deswegen, also halt von ja, daher. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Kittler sich auf Musil bezieht, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich bin nicht dann so perfekter Leser von Kittler, aber auf jeden Fall gehört dieser Text, man kann diesen Text, so wie Sie es vorschlagen, lesen und da würde man auch noch mal etwas Interessantes herausfinden. Haben Sie darüber schon geschrieben oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Tun Sie es. Okay, danke. Danke für die Antwort. Gerne. Ja. Abhimanyu, wen haben wir noch? Ich würde gern noch mal mich mit der Frau Singh unterhalten, wenn das möglich ist. Ich bin einfach neugierig. Ja, darf ich mal jetzt eine provokative Frage stellen? Ich bitte darum. Provokant sein. Ich möchte gerne wissen, inwieweit man Rilke als ein österreichischer Schriftsteller, ein österreichischer Dichter bezeichnen darf. Denn er lebte viele Jahre in Deutschland, dann war er lange in Frankreich, so 12 oder 15 Jahre, und dann war er in der Schweiz. Und dort ist er auch gestorben. Meines Erachtens war er eher ein Kosmopolit. Er hat auch auf Französisch gedichtet. So, er kannte schon mehrere Sprachen und in dem Sinne war er auch ein Polyglott. So, ich meine, wo steht er jetzt mit Prag? Und Prag hat er, man hat den Eindruck, dass er Prag endgültig verlassen hat. Das war alles hinter ihm irgendwie. Er ist nie zurückgegangen. Und ja, wie werden Sie das verstehen? Also nachdem ich ja nicht ein identitärer Mensch bin, habe ich kein Problem damit, dass ein Autor mehreren Literaturen zugehörig ist. Wogegen ich schon etwas habe, ist, dass man diese... Ich habe von Altösterreichisch gesprochen. Das heißt, ich habe den Kontext der Habsburger Monarchie gemeint. Ich wollte nicht Rilke jetzt zu einem Dichter ummontieren des modernen Österreich, wie es nach 1918 entstanden ist. Und das Interessante an der Identität von Autoren wie Josef Roth, aber auch Rilke und andere, auch Roth hat ja viele Jahre in Deutschland gelebt, und man würde trotzdem sagen, dass er ein österreichischer Autor ist. Ja? Aber das hat natürlich den Grund, dass er sich auf diese österreichische Situation unmittelbar bezogen hat. Für Roth, weil vorhin jemand nach der Oktoberrevolution gesprochen hat, für Roth war die Oktoberrevolution ex negativo ganz, ganz wesentlich. Ja?
Aber ich wollte jetzt zu Rilke zurückkehren. Ja? Also ich habe gesagt, dieser altösterreichische Kontext, der ist insofern wichtig, weil er diese Erfahrung, der ich weiß nicht, wo ich hingehöre, hat. Ja? Wenn ich als Mensch deutscher Sprache in einer anderen sprachlichen Umgebung aufwachse. Ja? Also sozusagen eine privilegierte sprachliche Minderheit in einem von einer sprachlichen Mehrheit umgebenen Land befinde, sind das spezifische Erfahrungen. Ja? Und ich würde schon sagen, dass diese Sozialisation, diese Erfahrungen, dieser Nicht-Identität bei all diesen Autoren etwas ist, was sie unterscheidet von Autoren aus der Schweiz, von Autoren aus Deutschland und von Autoren aus Frankreich, wo diese nationale Zugehörigkeit eindeutig ist. Ja? Man würde ja nicht sagen, weil er französische Gedichte geschrieben hat, ist er ein Franzose. Ja? Und man würde nicht sagen, er ist ein Schweizer Autor wie Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt. Das wäre ja völlig absurd. Ja? Das heißt, dieses Nirgendwohingehören spielt schon eine Rolle. Und Sie haben recht, dass Sie sagen, er ist ein Kosmopolit. Aber dieser Kosmopolitismus, der hat etwas zu tun mit der Herkunft, mit der kulturellen Herkunft dieser heterogenen, sprachlich, kulturell heterogenen Herkunft. Und in diesem Sinn kann man sagen, dass das eine spezifische Erfahrung ist, die einen österreichischen Autor in einem viel weiteren Sinn als im Sinn des heute kleinen Österreich von anderen unterscheidet. Und von daher denke ich, es lässt sich rechtfertigen. Es war keine nationalistische Reklamierung, dass ich sage, der Rilke ist gehört zu uns. Ja? Und bei Kafka würde ich das auch so sehen, wenn Kafka, wir sollten so überhaupt von Nationalliteraturgeschichten wegkommen. Ja? Also eine Folge des Vorschlags von, ich darf ich jetzt sagen, von Anil Bhatti und mir ist ja diese Frage, diese Konzeption von Nationalliteraturen überhaupt in Frage zu stellen. Ja? Wir tun das ja auch nicht bei Musik und wir tun das ja auch nicht bei bildender Kunst. Wir sagen nicht primär, das ist die Französische. Wir sagen das für das 18. Jahrhundert, sagt man schon noch, französische und mit niederländische Malerei. Aber wir sind uns doch einig, dass die Maler sozusagen transnational und transkulturell sich beeinflussen und ein heterogenes, ich will gar nicht mal sagen, Ganzes bilden. Und so sollten wir mit Autoren wie Rilke auch verfahren. Ja? Ich mag den Ausdruck Hybrid nicht besonders gern. Das hat verschiedene Gründe, aber in diese Richtung ist ein Autor, der Heterogenes in sich trägt und das hat mit seiner Herkunft zu tun, die selber heterogen ist. So würde ich Ihre Frage beantworten. Danke. Vielen Dank. Wie spät ist es jetzt bei Ihnen? Ja, das ist schon ganz schön spät, aber... Das muss Abhimanyu klären. Also laut Plan sollten wir indischer Zeit 21 Uhr aufhören. Ja. Darf man weitermachen? Naja, wir müssen nicht, wenn sozusagen die Müdigkeit einsetzt. Ich bin ein bisschen müde, weil ich gestern Nacht am Fernsehschirm gesessen bin, um die amerikanischen Wahlen zu verfolgen. Aber ich bin trotzdem frisch. Wir können ruhig noch eine Fragerunde machen. Wenn nicht, dann haben wir ja noch Frage. Wir haben einen Workshop und hier ist es jetzt mittlerweile, zumindest für mich, ist es kühl geworden. Das ist wenig. Bei Ihnen? Ja, in New Delhi. Aber wir, ich weiß nicht, Abhimanyu, Sie haben doch den Überblick über die Zeit. Ja, wir haben jetzt, es ist jetzt bei mir 16.40 Uhr, also ich sollte um 17 Uhr aufhören, dann ist es bei Ihnen 21.30 Uhr, nicht? Ich würde sagen, wir machen noch 5 bis 10 Minuten weiter, wenn das in Ordnung wäre. Und dann, das ist absolut in Ordnung. Also alles, was bis 5 Uhr ist, geht in Ordnung. Okay. Dann haben wir 2 Stunden gearbeitet, sehr intensiv. Ja. Ich danke, also die Fragen sind super. Okay. Und wir haben hier 2 Fragen und dann möchte Herr Babu Talit auch eine Frage stellen. Ich lese erstmals die Fragen vor. Onka Joshi fragt, könnte man Rilkes bekanntes Gedicht, der Panther, genauso als Suche eines Subjekts nach Identität deuten? Wie würden Sie den Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht, deuten wollen? Also das ist die erste Frage. Wenn Sie möchten, kann ich auch die zweite Frage von Priya. Gerne.
Ja, Priya Kumari hat geschrieben, wenn jemand in einer Migrationswelt erlebt oder auch eine Identitätskrise erfahren kann, zuerst aber ist es möglich, dass man auch später eine transnationale Identität haben kann? Oder ist es immer so, dass wenn man über Migrationswelt erlebt, spricht man immer eine transnationale und transkulturelle Identität? Das sind die zwei Fragen, die wir haben. Und dann nach diesen zwei Fragen, wir werden die letzte Frage nehmen von Herrn Babu Taliat und dann können wir die Sitzung beenden. Ja, dieses Gedicht von dem Panther, auch ein Motiv, das in diesen kleinen Prosatexten von Kafka auch angesprochen wird. Entfremdung, Gefangenschaft, das kann man verschieden deuten. Die oberflächlichste ist sozusagen, ja, das ist ein Gedicht für Tierschützer. Das ist aber wahrscheinlich nicht das verfehlte Gedicht sicher. Ja, ich würde schon sagen, dass die Frage ist, ob die Gefangenschaft des Panthers, mit dem eine Identifikation stattfindet, so funktioniert ja das Gedicht, ob das sozusagen die Situation des modernen Menschen ist, der aus etwas heraus will, aus diesem Käfig. Ja? Ist das sozusagen der moderne Käfig oder ist das der Käfig, aus dem sich der Mensch in der Moderne befreien möchte? Und man könnte natürlich auch fragen, weiß der Panther überhaupt, was ihn draußen erwartet? Ja? Wie ist der Panther in das Gefängnis überhaupt gekommen? Könnte man fragen. Also Sie sehen, man kann an diesem Gedicht, ich müsste das jetzt vor mir haben, das habe ich jetzt nicht. Es ist irgendwie hinter mir, so 5 Meter im Bücherregal, müsste ich jetzt nochmal lesen. Aber ich würde sagen, ja, dass der Panther diese Paradoxien und Widersinnigkeiten der modernen Existenz verkörpert. Und man weiß eben, man könnte natürlich sagen, ja, man hat diesen Panther eingesperrt, es ist ja die große Zeit der Tiergärten und all das ist eine naheliegende Geschichte. Aber wenn man es sozusagen als eine Metapher nimmt, dann ist die Frage, wie ist der Mensch hier hineingekommen, wie kommt er heraus, weiß der überhaupt, was ihn draußen erwartet, also diese Innen-Außen-Perspektive. Ob der jetzt nach Identität sucht und dann ein Subjekt ist, das weiß ich nicht und weiß auch nicht, ob diese Begriffe bei Rilke angemessen sind. Ja, weil für mich waren ja Rilke und Musil jene Autoren, die uns eigentlich beibringen, uns so eine Zeit lang diese Begriffe abzugewöhnen. Ja. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, jetzt so eine verbindliche Interpretation dieses Gedichtes vom Panther vorzuschlagen. Ich habe vorhin gesagt, zur zweiten Frage fällt mir der Begriff Hybridität ein, den ich ja schon vorher mal verwendet habe. Ich mag diesen Begriff deshalb A nicht, weil mir die Konnotation nicht besonders gefällt. Ja? Und auf gewisser Weise reproduziert sich in diesem Hybriditätsbegriff ja noch einmal der Identitätsbegriff. Ja? Indem man sozusagen jetzt eine hybride Identität erfindet. Und ich meine eben, dass das Verhältnis von Eigenen und Fremden, man könnte ja auch Identität definieren als das Verhältnis von Eigenen und Fremden, das ist nicht stabil. Ja? Und es wird so getan, ich bin von Indien nach England ausgewandert, ein bedeutender Schriftsteller geworden und sozusagen das Verhältnis zu dieser Herkunft und dieser fremden Hinkunft, das bleibt immer gleich, das bleibt immer stabil. Ja? Es gibt auch für den, der migriert, verschiedene Optionen. Ja? Nämlich die Option zum Beispiel, diese Herkunft ganz zu vergessen oder fast ganz zu vergessen. Ja? Frau Singh hat vorhin Rilke erwähnt. Für Rilke war auch in seiner Wanderschaft durch Europa diese österreichische Identität nicht wichtig. Ja? Er war kein Migrant im klassischen Sinn natürlich. Ja? Aber er hat im Ausland gelebt. Für Roth war in seinem Aufenthalt in Deutschland, entdeckt er plötzlich seine österreichische Identität. Also ich denke, diese Konstruktionen des Selbst, die kollektive Zugehörigkeit, die kann ganz verschieden ausfallen. Und
es gibt natürlich bei Diaspora auch zum Beispiel solche merkwürdigen Reaktionsbildungen. Es gibt die von Rabinowitsch, heißt die Autorin, diesen Roman Spaltkopf, ja, wo die Generationen der Eltern, die bleiben immer noch mental und mit ihren ganzen Verhaltensweisen und Essen bleiben die immer noch die jüdischen Russen aus St. Petersburg, während die Tochter längst eine Österreicherin geworden ist. Das heißt, diese Prozesse des Fremden und des Eigenen sind dynamisch, sie sind nicht statisch. Und wenn wir etwas lernen von dieser Seite, von Identität her, ist eben jenes, dass das nicht etwas ist, so was in Stein gemeißelt ist. Und es gibt verschiedene Optionen. Es gibt übrigens auch, wenn man sich anschaut, die österreichischen und deutschen Emigranten, die nach Amerika, nach England, nach Frankreich emigriert sind, da sind welche nie wieder zurückgekehrt. Ich meine das jetzt nicht nur physisch, ja, sondern die sind amerikanische Regisseure geworden oder Komponisten und sind vollkommen verschwunden. Das gilt für alle Diasporan, nicht? Die Diaspora ist deshalb konservativ, in einem nicht unbedingt politischen Sinn, aber meistens das auch, weil sie etwas erhalten will, das es nicht mehr gibt. Denn sie kommen dann zurück in ihr sogenanntes Heimatland nach Indien und stellen fest, Indien hat sich aber in den 30 Jahren vollständig verändert. Indien ist nicht mehr so wie in der Zeit, in der sie ausgewandert sind. Ja? Das heißt, Identitäten sind immer Provisorien, sie sind niemals in Stein gemeißelt, sie sind niemals stabil. Das ist das Versprechen, das uns scheinbar entlastet. Ja? Wir denken, es ist gut, eine Identität zu haben. Es ist wie ein Spazierstock, den wir mittragen. Aber kulturwissenschaftlich betrachtet sind sie instabil. Das wäre meine Antwort auf die Frage mit dem Exil. Das Exil führt das exemplarisch vor, was sonst auch passiert. Ja? Auch meine Identität ist nicht mehr die vor 20 oder 30 Jahren. So, vielen Dank, Herr Müllefünk. Und die letzte Frage für heute Abend, Herr Babu Taliat, ich bitte Sie, zu Wort zu kommen. Ja, vielen Dank, Prof. Müllefünk. Also ich frage ganz kurz, das ist ja, bezieht sich auf Ihre Bemerkungen, Subjekt und dann, was da geschieht. Als Antwort auf Frau Singhs Frage wurde diese Referenz von Onkel Joshiov. Und dann diese Referenz, ihre Referenz von Charles Taylor, also Charles Taylor's Sources of Self, eine Identität und so weiter. Also, dass er zum großen Teil betont diese Inness, also ausgehend von Augustinus, und dann versucht er das zu übertragen oder extrapolieren auf das Ganze, auf die ganze Moderne von Descartes bis Kant und weiter. Aber dann diese Inwardness des Subjekts, aber dann im 19. Jahrhundert, es ist ja klar, diese Inwardness verwandelt sich in eine andere Art der Inwardness, Innerlichkeit. Versucht es gewöhnlich zu verorten, Nietzsche, Rilke, Musil und andere, also in einer Übergangsphase zwischen Naturalismus und Symbolismus. Mhm. Also das Aufkommen des Symbolismus und dann Expressionismus und mit Nietzsches Erkenntniskritik im Hintergrund ist das vorherrschende Subjekt, also tradierende Subjekt Kants. Wenn Nietzsche dann das Frage stellt und dann so vorstellt als verschiedene Schichten. Ja? Und diese Art, meine Frage ist, wäre es nicht diese Art innerlich etwas ganz Eigenartiges, gerade in dieser Phase Übergangs in Symbolismus und dann Verinnerlichung und dann Veräußerung in verschiedenen Darstellungen vornehmen, einen ganz anderen sogar. Also in die, also Expressionismus oder Kubismus und so weiter und so fort. Passiert, ich habe Sie leider nicht sehr gut verstanden. Übergangsphase. Ich habe Taylor einfach zitiert. Ich bin sozusagen kein Adept der Taylorschen Dinge, aber es scheint mir ein brauchbares Gerüst der Beschreibung okzidentaler
Formen des Selbst zu sein. Also mich hat die Geschichte und das Modell mit diesen drei Phasen, das fand ich ganz spannend und das kann man ganz gut sozusagen verifizieren am Beispiel von Autoren wie Rilke und Musil. Ja? Wobei Taylor einen großen Vorbehalt gegenüber dieser literarischen Moderne hat, wie Sie wissen. Sie haben da das Buch offenkundig auch sehr intensiv rezipiert. Also das ist nicht seine Sache. Ja? Das findet er eigentlich ganz problematisch, was die machen. Ja? Man könnte natürlich sagen, es ist ja auch, funktioniert ja auch nicht immer nur als Korrektiv. Ja? Was ich noch verstanden habe an ihrem Kommentar und Ihrer Frage, ist, wie verhält sich das mit anderen Kulturen, also außereuropäischen Kulturen? Das war der Schluss jedenfalls Ihrer Frage. Und ich könnte natürlich jetzt auch umgekehrt sagen, es ist kein Zufall. Ja? Autoren, die so weit gegangen sind, ja, mit der Autodekonstruktion traditioneller Subjektivität, dass die für die dann plötzlich ganz faszinierend ist, sich mit Selbstkonzeptionen anderer Kulturen, wie der indischen oder der chinesischen Kultur zum Beispiel, auseinanderzusetzen. Ja. Da beginnt sozusagen eine Suchfunktion, die auf der einen Seite die eigene mystische Tradition, die Tradition dieser mystischen Lehre umfasst, aber auf der anderen Seite, dann tritt man ein in die Begegnung und die Auseinandersetzung mit spirituellen Traditionen, zum Beispiel Indiens. Und anderer. Auch da gibt es Spuren im Mann ohne Eigenschaften. Auf der einen Seite ist es die Rückwärtsbewegung ist wie der Name bei Ihnen Augustinus. Ja, das ist auch interessant, dass Musil sich sehr gut mit Augustinus ausgekannt hat. Augustinus natürlich aber auch der sich selber sucht, also der Augustinus auch der Konfession ist. Ja, das ist sozusagen der moderne Augustinus vor Montaigne. Also jedenfalls ist das für mich eine spannende Frage. Wir sind ja hier in einem interkulturellen Gespräch in gewisser Weise. Wie sieht aus einer indischen Perspektive die Geschichte dieser okzidentalen Moderne aus, als ein Prozess, den man sich angeeignet hat oder den man sozusagen auch abwehrt, also in diesem Spannungsfeld von Aneignung und Distanz stattfindet? Und lässt sich sozusagen analog zu Taylor eine Geschichte der Quellen des Selbst in der indischen, außereuropäischen Kultur ähnlich schreiben? Ja? Oder ist die Geschichte dieses Selbst eine, die dann auch durch den Dialog, durch den interkulturellen Dialog sich weiterentwickelt? Ich vermute Letzteres. Ja? Aber das ist eine Frage, die sehr, sehr weit führt. Und ich werde, wenn wir das Gespräch beendet haben, noch weiter darüber nachdenken, ganz bestimmt. Ja. Jedenfalls herzlichen Dank und entschuldigen Sie, wenn ich Sie die Frage und den Kommentar nicht vollständig beantwortet habe, aber ich habe einfach nicht alles verstanden. Ja. Ich habe jetzt nur darauf versucht zu antworten, vielen Dank, was ich verstanden habe. Jedenfalls, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass so viele Kollegen sind. Das ist eine große Ehre auch für mich. Ja, bevor wir auseinander... Anil, wolltest du jetzt noch eine Frage stellen? Ich wollte nur einen kräftigen Dank zum Ausdruck bringen. Es ist wunderbar, dass wir uns hier treffen konnten. Leider virtuell, aber vielleicht ändert sich das in der Zukunft, wenn die Unruhe, in der wir alle leben, sich ein bisschen stabilisiert hat, sozusagen. Dann würde ich vorschlagen, wenn Abhimanyu einverstanden ist, dass jetzt... Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ja. Erstmal wollte ich mich nochmal herzlich bedanken. Dass ich mich so wohl fühle, hängt natürlich mit den Gastgebern zusammen. Ich fühle mich immer wohl in Indien, das möchte ich einfach sagen. Ich mag dieses Land. Man mag auch ein Land, wenn man mit bestimmten Sachen unzufrieden ist. Und da sind wir wahrscheinlich auch nicht weit auseinander, was die politischen Dinge betrifft. Also das ist mir ganz wichtig. Es freut mich sehr, hier virtuell in Indien zu sein, mit Ihnen zu sprechen, zu sehen, es gibt Menschen, die ganz weit weg sind, aus einer anderen Kultur kommen. Und wir können trotzdem ganz intensiv über das Weibliche, die Lehre, die Heterogenität, die Habsburger Monarchie und die indische Vielfalt sprechen. Das finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ja. Und ich habe mir das für Samstag so vorgestellt,
da würde ich dich bitten, Anil, und vielleicht auch an Abhimanyu, dass ihr mir Gelegenheit gibt, ganz kurz die beiden Texte, die versandt worden sind, nämlich das gescannte Einführungskapitel aus der Theorie des Fremden und dieser Essay über die Ähnlichkeit, der also ganz bewusst also schon eine halb literarisch, halb wissenschaftliche Form hat, aber der auch ein Kommentar zu dem von mir mehr und mehr geschätzten Sammelband von Anil Bhatti ist, dass ich den nicht vorlese, sondern die wichtigsten Grundgedanken einfach im Gespräch entfalte. Und wir versuchen, das ist eine Herausforderung mit diesem blöden Medium, aber vielleicht schaffen wir es. Wir haben es heute ganz gut hingekriegt, dass dann mehr Personen ins Gespräch kommen. Also ich würde mir die Gesprächsform wünschen, aber ich bin dann auch gerne bereit zu sagen, ja, wenn Sie mich fragen, Sie haben da so eine Trinität von Formen des Alteritären in dem Einführungskapitel drin oder warum ist das Fremde eine Relation und so weiter, also auch solche elementaren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und das akademisch dürftigen Zeit, das bedarf eben solcher engagierten Initiativen, wie Sie und wie es österreichische Cultural Forum gesetzt hat, damit wir nicht verhungern, intellektuell und wissenschaftlich. Wir brauchen das Gespräch, wir brauchen das Treffen und wir brauchen auch die Sympathie füreinander, auch die kritische Sympathie füreinander. Und ich hoffe auch, dass sich das irgendwann auflöst und dass man der Corona die Krone entreißt. Ja, gut, einverstanden. Ich bin für den ersten Vorschlag. Dass das punktuell geschildert, was, wie du das erwähnt hast, also nicht ein Vortrag in dem Sinne, sondern einfach die Hauptpunkte. Ich werde die Hauptpunkte erläutern. Du und Herr Abhimanyu Sharma werden sozusagen die Initiatoren sein, die mich dazu drängen und sagen, bitte, wir wollen das und das hören und das, kommentieren Sie Ihren eigenen Beitrag. Ihr habt den gelesen und wir können dann sozusagen auch selber entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Ja? Gut, einverstanden. Ja? Wir können gern von dem Essay des Ähnlichen auch nochmal dir die Gelegenheit geben, die Grundüberlegungen deiner Forschung, das war ja eine große Geschichte, die du da angesetzt hast, national, transnational. Beim zweiten habe ich überhaupt kein Problem, dass es da dialogisch wird. Und auch bei dem Thema des Fremden, ich glaube, da werden wir sehr schnell weiterkommen. Ein allerletzter Punkt noch, ich denke, dass mit Rilke und Musil oder auch Kafka schon ein Bruch stattfindet mit dieser traditionellen Subjektphilosophie. Ja? Also das Vorbehalt gegen diesen emphatischen Subjektsbegriff, der steckt in allen diesen Texten und diese begleitenden Philosophien drinnen. Deswegen habe ich so zögerlich darauf geantwortet. Mir ist die Subjektphilosophie von Hegel und Marx natürlich vertraut, aber ich habe den Eindruck, wir befinden uns hier auf einem anderen Boden, wenn wir Texte wie die von Musil und Rilke lesen. Und in diesem Sinn wünsche ich fast schon bei euch eine gute Nacht und einen schönen Abend und bis Samstag. Bis zum Workshop dann. Bis zum Workshop. Alles Gute. Alles Gute, schöne Grüße. Danke. Anil, ja, mache ich. Danke. Ciao. Ebenfalls. Tschüss. Danke dir. Ja, schönen Dank an allen. Danke. Danke.